Der eine ist Experte für Musik. Der andere ist Experte für schlechten Geschmack. Und wo trifft Musik auf schlechten Geschmack? Genau, beim deutschen Schlager. Hier und jetzt das große Schlagerquiz mit Ray Garvey und Olaf Schubert. Er hat mit seinem neuen Album Neon schon wieder einen Riesenerfolg gelandet und ist im Herbst auf großer Deutschland-Tournee. Hier ist Ray Garvey! Olaf? Ray, schön, dass du da bist. Wie geht's? Sehr, sehr, sehr gut. Dass du überhaupt Zeit hattest. Für dich immer. Für diese. Danke so. Dankeschön. Warum ist mir das nie eingefallen? Ich meine, du bist mega erfolgreich gerade mit deinem neuen Album Neon. Ja, aber du weißt natürlich, in Deutschland ist der Schlager auf dem Vormarsch. Ne? Also, ja, irgendwann. Früher oder später wirst du umsatteln müssen. Macht man mit, ja, genau. Absolut. Das ist so. Und Olaf, du bist sowieso sehr schlageraffin. Ja, natürlich, unbedingt. Das ist ja deine Lieblingsmusik. Ja. Und deswegen seid ihr beiden natürlich die besten Kandidaten für dieses wunderschöne Quiz. Schlager-Quiz. Genau, das Schlager-Quiz. Und das ist der kürzeste Lied auf der Welt. Wo die Leute gerade erst mit absolut, ja, Lied vorbei, Lied vorbei. Und dieses Quiz geht so. Friedemann Weise singt einen real existierenden Schlager vor. Das muss man vorher nochmal sagen. Das sind einfach mal verdammt kranke Songs. Und es ist aber echt. Und Friedemann stoppt dann irgendwann. Und ihr müsst raten, welche Liedzeile als nächstes kommt. Friedemann, bitte. Der hier ist von Club 3. Ist ein ganz fürchterlicher Text, aber immerhin nicht antisemitisch. Heute Nacht wirst du die Versuchung sein. Keine Angst, trink einfach noch einen Wein. Und dann binde mir die Augen zu. Und jetzt? Und dann binde mir die Augen zu. A. Du und ich, wir spielen blinde Kuh. B, unsere Lippen haben ein Rendezvous. C, ich vertraue dir, es gibt kein Tabu. So, ich hoffe, es ist nichts davon. Also ich glaube, es ist B oder C. Stimmt, also blinde Kuh wäre der Frau gegenüber ein bisschen uncharmant. Ja. Ne? Also bei dir zu Hause weiß ich jetzt genau. B oder C sage ich, unsere Lippen hat, also Rendezvous, die Nutzung von irgendeiner spezielle Wort, das es den Qualität dazu mitbringt, irgendwie so Rendezvous. Damit man denkt, oh das, wow, wow. Was die, wow, die können wow. Französisch. Wow, klasse. You speak French. Wow. Zwei oh Sprache God. In ein Lied. Oh wow. Mein Gott. Ich bin C, weil das, ich glaube, der Song reitet so ein bisschen auf hier 50 Grad Shades, also hier so, ne? Mit, ach so, das ist so ein bisschen frivol. Danach wird noch gepeitscht. Damit ja. Die, ich, bin, okay. Ich bin auch ein bisschen C, aber ich entscheide mich für B. Okay, Rendezvous. Ich bin sehr gespannt. Friedemann, was ist denn richtig? Und dann binde mir die Augen zu. Ich vertraue dir, es gibt kein Tabu. Oh, Olaf. Olaf, du hattest recht. Es gibt kein... Ja, kein Tabu. Es gibt kein Tabu. Kein Tabu. Wow, ich hoffe, es wird nicht schlimmer, aber ich befürchte, es wird schlimmer. Wir gucken uns mal die zweite Frage an. Das nächste Lied ist von Michelle. Michelle ist 12 Jahre älter als Helene Fischer und 2 Zentimeter kleiner. Das heißt, sie wächst sehr langsam. Niemand ist vor Tränen sicher. Die Liebe kommt und geht. Und das weiß man erst. Liebe kommt und geht und das weiß man erst. A, wenn das Licht angeht. B, wenn kein Hahn mehr danach kräht. Oder C, wenn man vor Atlantis steht. What? Eins davon ist wirklich richtig? Ich wäre für C. Ich habe, also wenn ich ehrlich bin, habe keinen Blasenschimmer. Und das macht dich sehr sympathisch, ja, ich, keine Ahnung. Ich habe die ersten Teil nicht verstanden, deswegen gehe ich nach A. Du gut, du sagst A, Olaf sagt C, ich bin sehr gespannt. Ja. Was ist es denn? Und das weiß man erst, wenn man vor Atlantis steht. Ja, gerne schneller. Ich bin schön. Olaf, ja. Ein Meister in diesem Spiel. Ich beginne mich zu schämen.
Du beginnst dich zu schämen. Race ist noch alles drin. Oh mein Gott, ich bin so gespannt und habe auch ein bisschen Angst vor dem nächsten Song. Es gibt 27 Arten von Kopfschmerzen und es gibt Santiano. Von denen ist das Lied hier. Wir haben Flaute und krepieren daran, denn schon seit Tagen geht es nicht mehr voran. Die Sonne brennt und wir verlieren den Verstand. Und dann? Und dann? Wir verlieren den... Die Sonne brennt und wir verlieren den Verstand. A. Rette sich, wer kann. B. Alles stinkt nach Mann. C. In jeder Ritze Sand. Ich glaube, es ist auf jeden Fall B oder C, weil ich kenne die Jungs und die würden sowas sagen. Ernst? Ach, Ernst. Santiano. Ich sag B. Es, du sagst B. Es, sag, alles stinkt nach Mann. Das ist... Alter, man will sich gar nicht vorstellen, was da noch passiert. Heiß, die Leute drehen durch, alle stinken. Okay. Ich gehe C. Ich will jetzt nicht gewinnen. Du alles klar. Die Sonne brennt und wir verlieren den Verstand. Alles stinkt nach Mann. Wow. Ein Punkt für Ray. Ja. Aber ein wichtiger Punkt. Ja. Es ist ein wichtiger Punkt. Es ist immer noch alles drin. Das nächste Lied ist von Beatrice Egli. Falls Sie Ihren Kindern mal beibringen wollen, was Sarkasmus ist, Ihr aktuelles Album heißt Wohlfühlgarantie. Bitte, bitte halt mich und drück mich noch einmal. Bitte, bitte verführ mich, na, 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 na. Was fehlte da? Mm. Bitte, bitte verführ mich, A, und küss mich überall. B, das wäre jetzt voll genial. Oh, bitte, ja. Ey. Und C, als wäre es ein Überfall. Oh, bitte nicht. Hey, hey, hey. Aber mein Deutsch klingen die alle super. Deswegen. Oh. Ich gehe auf B. Ich das ist so ein bisschen unschuldig. Okay, also was? Ich würde sagen A und C. Okay. Na, dann gucken wir mal. A und C. Hey, bitte, bitte verführ mich, als wäre es ein Überfall. Was? Das kann man doch nicht ernsthaft singen. Ich hab's richtig gehabt. Das wäre ein Überfall. Ja, damit haben wir Gleichstand. Ja. Ich weiß gar nicht, haben wir noch einen? Spielen wir noch eine oder haben wir gar keinen mehr? Das war's. Oder? Der hier ist von den Amigos, eine der wenigen Bands, die ihre Texte selber schreiben. Leider hört man das auch. Ob in Jamaika am Palmenstrand oder Trinidad im heißen Sand. Ob auf Haiti bei Maloa, hey, Sonne, wohin ich seh, und stehen die Sterne am Firmament, dann spiel deine Reggae-Band. Mädchen tanzen barfuß durch den Sand. Was fehlt da? Mädchen tanzen barfuß durch den Sand. Jetzt kann alles sein, keine Ahnung. A, ein Freudenfest beginnt am Strand. Mädchen B, es riecht nach Meer und Urlaubsland. C, ich creme mich ein gegen Sonnenbrand. Also ich gehe mit C, das sind bestimmt verantwortlich, ja, verantwortungsvolle Amigos. Mhm. Ja. Ja. Olaf? Wollte auch C, ne? Ja, dann nehme ich, ein Freudenfest beginnt am Strand. Natürlich. Okay, Friedemann, was ist denn richtig? Mädchen tanzen barfuß durch den Sand, ein Freudenfest beginnt am Strand. Und damit hat Olaf Schubert gewonnen. Ach. Herzlichen Glückwunsch!